Servus Leute, heute habe ich mal wieder einen Kommentar-Raid für euch und ja, schon wieder auf Shoreline. Was will man machen? Wenn es läuft, dann läuft's. Das Ganze in der Nacht und ich war mit der Mutant unterwegs. Die habe ich da, glaube ich, auch so zum ersten Mal getestet mit dem neuen Recoil. Muss sagen, die ist ziemlich gut. Aber darum geht's nicht. Im Kommentar-Raid versuche ich alles, ja, zu kommentieren, was ich mache, meine Entscheidungsfindung. Das gelingt nicht immer perfekt, also insbesondere, wenn ich gerade einen Gegner sehe und einfach reagieren muss, dann versuche ich das hinterher zu erklären. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen und in dem Raid ging es auf jeden Fall Vollgas zur Sache. Im East Wing einige große Gruppen, aber viel mehr will ich nicht sagen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Da gibt es im Moment Bugs, Manu. Es wird gefixt, aber ja, irgendwas ist da dran, was sie nicht nehmen, was verbuggt ist. So. Scheiß Spawn. Mit der schlechteste, aber wir gehen in East Wing. Schauen wir mal. Wetter ist auf jeden Fall gut. Vielleicht treffen wir auf ein paar Kultige. Hier rechts kann schon jemand gespawnt sein. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Kleiner Paranoia-Busch. Oh, hier vor uns können wieder Spawns crossen, vom Timing her. Schauen wir mal, vielleicht sind Kultisten da. Schnell rüber das Feld hier. Oh, da vor mir sind zwei Leute. Ich will noch ein bisschen näher rankommen, dass ich sie wegmachen kann. Ich bin hier in der ziemlichen Scheißposi. Fuck, das sind mehr. Das sind drei. Ich kann von hier aus nicht schießen. Geh nach links. Einer ist tot, einer nach rechts runter, einer ist nach oben auf den Felsen. Okay, wir müssen auf jeden Fall weg hier. In dem offenen Feld. Einer hat einen Headshot bekommen. Ich versuche, dass sie mich hier nicht sehen. Und einfach von hinten in den East Wing zu kommen, weil es ist eine schlechte Pose hier, die zu fighten. Einer ist tot, wir haben den Kill gemacht, die aufgehalten. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich In East Wing laufen. Ah, sie haben mich gesehen, das ist nicht gut. Aber direkt drauflaufen wäre keine Option. So, ich hoffe, die Kultisten sind jetzt nicht da hier im East Wing, sonst habe ich ein Problem beim Reinlaufen. Hier auf der rechten Seite können sie spawnen. Ich sehe keinen. Go, go, go. Das wird jetzt natürlich laut. Weiß nicht, ob das ein Scav war. Oder ein Scav-Boss. Ein normaler Scav, okay. Wir gehen erstmal dritter Stock durch. Und schauen, ob wir die sehen vom Fenster aus. Ich glaube nicht, dass jemand hier ist.
Die Sache ist, die, wenn die Night Visions haben, können die hier in die Fenster reinschauen. Hier hat sich was gedreht. Okay, keine Ahnung, wo sie hin sind. Aber unter mir hat sich was gedreht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich sie hier irgendwo sehen kann. Könnte ein Scav unten gewesen sein oder hier ist ein Spieler. Und Scav, alles gut. Wir schauen nochmal, aber ich kann da nicht ewig an den Fenstern stehen bleiben. Also jetzt wird es eh ein bisschen dunkel. Herr Hodgi. Heißt, wir gehen zurück, fangen das Looten an und schauen, ob sie hier vorbeikommen. Ich schätze mal, die sind damit beschäftigt, ihren Mate zu looten. Anni, mach's gut. Vier Monate, 26 Tage. Let's go, Siki. Mal kurz ein bisschen Ammo, dass wir vorbereitet sind, ne? Okay, draußen. Push. Muss andersrum gehen. Hilft nichts. Es sind mindestens drei. Scheiße. Scheiße, dass sie schon drin sind. Hey Marty. Kriegen wir die jetzt? What the fuck? Okay. Einer lebt noch irgendwie, die wollten mich mit der Flare ablenken und blenden. What the fuck ist los? Hab ich ja noch nie gesehen. Ey, Vertigo. Sorry, dass ich das nicht kommentiert habe. Habe ich noch nie gesehen. Flare zum Blenden. Oder was war das? Bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einen hier habe irgendwo. Aber schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen. Kann sein, dass noch einer unten ist. Kann sein, dass einer hier in andere Stockwerk gelaufen ist. So oder so. Ich brauche noch ein Nachlademagazin. Eigentlich cool, ja. Hat mich jetzt etwas überrascht, was das war.
So. Ja, gut, dass wir hochgekommen sind, weil, ne, habe ich nicht das Problem, dass ich in die reinpushen muss, sondern sie einfach mit dem Rechtspeak wegmachen kann, was für mich ein extremer Vorteil ist. Ich glaube, hier ist noch einer. Unter mir, glaube ich. Ist hier oben. Geht die Treppe hoch. Ist bei mir. Rechtspeak, easy. Die haben es mir auch einfach gemacht mit den Rechtspeaks. Man muss bloß warten, bis der in Rechtspeak läuft und dann sicher rumziehen. Okay, war auf jeden Fall eine Vierergruppe, die ich hier zerlegt habe. Was schlecht war, dass ich sie überhaupt reinkommen lassen. Also, war eine ungünstige Situation, weil ich nicht über den Balkon konnte, sicher, und nochmal einmal zurück musste. Und dadurch hatten sie Zeit, um reinzukommen. Eigentlich hätte ich schon draußen mindestens einen Kill noch machen müssen. Ne? Alright. Okay, ich muss trotzdem mal schauen, könnte immer noch einer sein, ne? Nicht, dass das eine Fünfergruppe war. Die haben auf jeden Fall Russisch gespielt, geredet. Aber ja, Rechtspeak, wichtig. Das ist ein falscher Server? Oh ja, nee. Ah, das mit der Flair war, keine Ahnung, faszinierende Taktik. Hat mich auch ein bisschen überrascht. So, das Gute ist, wir haben dadurch, dass wir 3 Kills durch den Rechtspeak gemacht haben, überhaupt keinen Gegentreffer kassiert, ne? Wenn man sich hier einmal verspricht, ne? Wie schlimm mit euch. Ja, ich muss noch auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass hier noch irgendwo einer ist. Das mal anders. Da kann ich die Rüstung da nicht tauschen. Die ist runter. Sind gestolpert auf der Treppe, ja. Ich hatte nur noch Steps von einem. Würde mich wundern, wenn jetzt noch irgendwo einer sitzt. Also wenn die immer einzeln pushen. Würde für mich keinen Sinn machen. Zumindest der letzte, dass der alleine geht. Hey. Zwei kleine Fliegen hier, verpisst euch. Oh, da hockt er. Da hockt er! Im Linkspeak. Da hockt er, ey. Gott sei Dank im Linkspeak, dass ich ihn früh genug sehe, habe ich ihn leider nicht getroffen. Kein Muxer, scheiße, ey. Ich will einen Step provozieren. Okay, er ist weggerannt, auch weiter hinten. Er hat auf jeden Fall eine Taschenlampe an. Probieren wir es hier oben. Er ist hier links irgendwo.
Okay, hab ihn. Irgendwas hat bei ihm geleuchtet. Das war echt eine Fünfergruppe. Krass. Der letzte war echt gesessen. Aber... Hä? Wieso denn immer im Linkspeak? Wissen die das nicht? Das ist doch inzwischen Common Knowledge. Na gut. Jetzt muss ich noch sicher gehen, ob es wirklich nur eine Fünfergruppe war oder ob das vielleicht zwei Nachzügler waren. Also, keine Ahnung. Aber gut, dass ich die hinten nicht im Offenen angefangen habe zu fighten. Weil das wäre bitter gewesen. Sie haben auf jeden Fall... Ja, da wäre ein bisschen mehr Gegenwehr drin gewesen. Okay. Es sind verschiedene Gruppen, muss ich feststellen. Holy fuck, Mann. Hockt jetzt in jedem Scheißraum einer. Okay. Verschiedene Gruppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Ob, wie viele da jetzt noch sein können. Hocken, warten, hocken. Hocken, warten, main, ey. Warten, hocken, warten. So schaut's aus, Vertigo. Danke für die 200. Fucking hell, ey. Kommt da jetzt noch einer? Ich hatte keine Ahnung, dass der da ist. Keine. Der hat keinen Mucks gemacht. Ein Hoch auf die Mutant an der Stelle. Und BP-Ammo. Ich hab so Schiss vor den Räumen jetzt halt hier. Ich hab noch nicht mal angefangen zu looten. Es ist übertrieben, Hauser, im Moment mit dem Gecamper in dem Game. Ist wirklich übertrieben. T7? Nee. Was ist das denn? Er hat eine Taschenlampe. Der hat auf jeden Fall Taschenlampenbug. Hatte Nummer, ey. Ich denke immer erst T7 bei dem Night Vision. Oh, das ist nett. Was zu essen und zu trinken. Wieder mal. Das ist der Taschenlampe-Bug. Die Taschenlampe ist dauerhaft an, auch wenn sie bei dir aus ist. Besonders in der Nacht ist es mega nervig. Erstmal Feschbar, ja. Alter, Gott sei Dank hatte der bloß eine Ada. Aber gute Ammo. Mit einem M4 wäre ich Hackfleisch gewesen. Moin, Seth, wie geht's? Sofort hätte ich draußen was gehört. Der ist respawned. Was ist hier los? Eine Pistole.
Nur eine Pistole. Noch einer möglicherweise. Ne, es war auch eine Ada. Wo kommen die alle her? Was ist hier los? Fucking hell. Auf einmal steht einer auf der Halt die Waffe. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Fuck. Ich habe jetzt auch nichts kommentiert. Ich war gerade so perplex. Auf einmal steht da einer direkt auf den Leichen. Ich meine, what the fuck? Ah, Sepp, aber wenigstens wieder gesund, ist doch auch was. Und das in einem Nachtraid. Tauchen jetzt hier noch mehr Leute auf? War's das jetzt? Wieso sitzen hier auf einmal drei Leute? What the fuck, ey. Holy shit. Wie kann es sein, dass die hier einfach so herlaufen und ich nichts davon höre? Das ist die Frage. Nice. Lurker von dir oder von mir? Pinky Caps Lock. Ey. Hast gefragt, wer da immer so schaut. Sehr gut. Nice. Gefällt mir. Ey, ohne Scheiß, ich loot den halt hier. Und der hockt genau über mir. Ich habe nichts von dem gehört. Nichts. Ja, die Jungs waren wohl nicht so erfahren, habe ich das Gefühl. Jo. Ein paar Night Visions to go, ne? Okay, ja, und glaube ich, der Rest der Runde ist jetzt Looten angesagt. BP? Jawohl. Ah, hör auf. Nobel. Vielleicht caps noch einer rum, das kann natürlich immer sein. Aber wir nehmen die Mutant jetzt von dem, scheiß drauf. Fucking Taschenlampe dran, was hat die jetzt für Recoil? 51, 36. Ich höre drüben was. Okay. Wie viel BP? Gerade 1600 oder so. Ist jetzt wieder ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen weniger BP-Waffen gespielt habe in letzter Zeit. Weiter so. Viking, danke für den T1 im dritten. Mach ich. Danke für den zweitwichtigsten Resub. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Servus, wie geht's? Ich mach weiter so, versprochen.
Nein. Da hinten schießt halt schon wieder was, ne? So, okay. M995. Will die Nummer. So, danke für den Support auf jeden Fall. 9K, ne? Spielt aber nicht viel, ne? Es ist wurscht, ob du jetzt 9K hast oder 1K, wenn du sie nicht spielst, ne? Juckt ja nicht dann. What the fuck, man? Wo war der Schuss? Irgendwo da hinten. Ah, der war weiter weg, glaube ich, als hier auf dem Hof. So, ich will die VSS mitnehmen. Aber erstmal checken, ob ich hier nicht noch, ne? Irgendeiner am Rumasseln ist. Ich habe ja da oben noch meinen Rucksack, ne? Wo ist die VSS? Was ist hier drin? AGG. Ja, das lassen wir da. White Flare brauchen wir nicht. Oh boy. I take it. Der Scav hat mich letztens auch getroffen. Ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Was da denn passiert? Paarungszeit und die wurden gestört. Imax, genau, ja. Ich erinnere mich. Ich muss mal aufpassen, ich habe oben auch noch einen Rucksack gedroppt. Achso. Hier, so werden neue PMCs gemacht, ja. Auf Treppen gezeugt. Ach du lieber Gott, ey. GG. Über die VSS hier irgendwie rein? Ja. Okay, 74 Kilo. Habe ich noch irgendwo Kills übersehen? Ich glaube, wir machen noch schnell die wichtigsten Räume und dann hauen wir ab hier, würde ich sagen. Moment, was ist da hinten los? Oh. Da hinten ist eine scheiß Smoke-Granate oder so. Nee. Das Kriselige ist normal. Weniger Schärfeeffekt, Schmecko. Kriselig ist aber normal. Muss ein bisschen nachjustieren, nicht einfach blind übernehmen. Den draußen am Anfang, ja gut, den werden sie, glaube ich, ziemlich sicher selber gelootet haben. So, dann fangen wir mal das Looten an. Bei 16 Minuten, East Wing ist jetzt clear, let's go. Ich weiß schon, wann ich das Night Vision ausmache. Im Moment bringt's noch was. Wir machen bloß noch die wichtigsten Räume. Dann gehen wir raus hier. Da will ja nichts hinter. Ne, hier zurücklassen. Oben Red Keycard. Yeah!
Max, danke für den Prime und 33 Monate. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Numero uno. Danke für den Support. Wie geht's? Warum noch der mit der Ada? Stimmt, der mit der Ada noch, ne? Da schauen wir gleich noch rein. Keine Red. Hätte ich jetzt schon verdient. Ja, Shoreline Nacht. Ich bin überrascht. Hocken, warten im East Wing. Mit Kommentar. Nice. Ich hoffe, es war halbwegs gut kommentiert. Ich habe nicht ein bisschen was ausgelassen. So, hier jetzt noch. Das ist das Letzte, was wir machen. Und dann... Gamer, würde ich sagen. Na, wir müssen noch den mit der Ada. Eieiei. Ein Stress hier, ich sag's euch. Der Head Ice Victim, ja. Man kennt's. Okay, den müssen wir jetzt noch leer machen und dann können wir Abfahrt machen mit irgendwie 75 Kilo. Ja, da hinten schießt es halt immer noch, ne? Ich habe schon 8 Kills oder so. Na gut, könnte noch Scav sein. Also 856, okay. Kann jetzt da bleiben. Das futtern mal. Und dann Abfahrt. Aber nicht die Next mit, beziehungsweise die Muni, weil 8561 nehme ich immer als Ersatzmuni. Hey Nico. Schreit förmlicher Hallo YouTube, könnte sein, ja. Könnte sein. 81 Kilo. Alrighty. Wir gehen. Halt, eins muss ich noch machen. Dürfte jetzt ziemlich hell sein schon. Hier innen drin ist dann das Night Vision noch gut und sobald ich dann rausgehe, nicht mehr. So. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen drauf achten, ne? Nicht, dass hier noch irgendwo einer lauert. Wir gehen jetzt hier hinten raus, sonst wäre ich vorne raus, aber da waren jetzt auch gerade Shots. Müssen wir noch ein bisschen zum Exit stampfen. Im Westwing ist nochmal was? Was ist hier los, Mann? Ohne Scheiß. Oh, bleib was, Gav. Ich sehe ihn leider nicht. Aber er hat sich hingelegt. Ja, ich sehe ihn gerade nicht. Aber er ist auf jeden Fall da. Da ist noch mal einer im Westwing. What the fuck? Es sind zwei Kultisten, die ich da höre. Hat Golden Viscara? Nice. Ja.
Ist easy, ne? Einfach als Zweitwaffe nehmen. Dann geht das. 10 Minuten left. Das ist immer aufwendig, wenn man so viele Gegner hat. Kultisten am Westwing, klar. Kultisten können Eastwing, Westwing. Können auch hier hinten noch Path to Shoreline sein. Ich sehe ihn nicht. Kultisten noch nie gesehen. Ja, erste Zusammenkunft mit denen wird eh hart. Wenn man sie auf einem falschen Ort trifft, wie im Offenen. Die könnten jetzt noch da sein, ne? Also, das ist ja eigentlich ein Nachtraid. Das heißt, die sind nachts gespawnt. Es ist jetzt zwar hell, aber sie könnten da sein. Heißt hier vorne, wo die Scavs sind. Richtung Path to Lighthouse. Da können auch Kultisten spawnen. Und da sind sie extrem gefährlich, weil, ne? Da ist Gras und dann schießen sie durch alles durch. Wenn sie jetzt da wären, hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Zeit, die zu looten. Was habe ich da gehört? Das war wohl eher ein Soundbug von dem Scav. Schauen wir mal. Bleibt, wo ihr seid. Alles gut. Ey! Kommt ihr mir hinterher, ja? Dass hier doch noch irgendwo einer hockt, ne? Aber bei 8 Minuten wäre schon hart. Immer Augen auf. Man weiß ja nie, ne? Im Hocken-Warten-Meter. Hat man ja gerade wieder gesehen, ne? Das spawnen auf einmal neue PMCs auf schon toten PMCs. So, 81 Kilo. 3 Räume gelootet auf Shoreline, aber es reicht. War ganz okay die Runde, oder? Kommt hier. Macht mal Hallo YouTube. Verewigt euch. Einmal alle Hallo YouTube im Chat. Im Spam. Ich weiß nicht, wie viele Kills das waren. 7 oder 8? In der Nacht. 7 oder 8 Kills. Jetzt. Okay, passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt. 7? Ja, 8 Kills. 8 Kills. In der Nacht, auf Shoreline, im East Wing. Der Chin Chang Chong 3, Chin Chang Chong 2 und Chin Chang Chong 1. Sag mir nicht, das waren genau die 3 auf der Treppe. What the fuck, ey? Der Feldkoch war am Start, alles klar, alles klar. Mach hier einen Marker. 108 Ammo used, 41 Hits, na gut. Passt. Together.